So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3 hier auf dem wunderschönen Kanal. Ein Jahr ist es schon fast vorbei, dass ich Mafia bei der Gamescom gesehen habe. Und seitdem spiele ich das fast. Tommy Marcano brachte einen kubanischen Fälscher an, richtig? Sal hat einige Monate lang versucht, Scheine selber zu drucken, aber das Ergebnis war für den Arsch. Scheiß Farben, beschissener Druck, alles für den Müll. Daraufhin hat er jemanden gesucht, der sowas drauf hat. Und dank seiner Connections ist er dann auf Alvarez gestoßen. Und dieser Alvarez hat für Castro auch schon mal Geld gefälscht. Die meisten unserer Feinde fälschen unsere amerikanischen Noten. Und auch ein paar unserer Alliierten tun das. Er hat sich in Luft aufgelöst. In Luft aufgelöst? Was soll das heißen? Du solltest ihn doch nur am Leuchtturm abholen. Was kann ich dafür, wenn dieser Alvarez einfach einen Abflug macht? Ich wollte den Arsch einsperren, aber du warst ja dagegen. Wenn Saraga rauskriegt, dass wir seinen Neffen wie ein Stück Dreck behandeln, gibt's einen Riesenärger. Hast du gesagt? Und dann taucht Lincoln Clay auf und knallt jedem zweites Loch Lincoln in den Arsch. Lincoln Clay! Lincoln Clay! Langsam kann ich über den Schwanzlutscher nicht mal mehr kotzen. Das ist nur ein Mann. Ein perfekter Nigger. Wir stehen auf dünnem Eis, Tommy, das weißt du. Geht da was schief, sind wir alle am Arsch. Hast du kapiert? Ja, aber... Was würdest du denn tun? Was ich tun würde? Das ist doch keine höhere Mathematik. Wenn der Nigger Alvarez erwischt hat, weiß er von den Druckplatten und wird sie sich holen. Das ist ja wohl klar. Schwing deine Eier in das Bordstudio und pass auf sie auf. Ja, mach ich. Schon unterwegs. Was sagst du nochmal? Leckst du hier zahnlos den Boden auf? Bau keinen Scheiß mehr. Verdammter Arsch. Wenn ich das richtig verstehe, hatte Tommy Marcano die Druckplatten in seinem Boxstudio versteckt. Tommy war klar, dass ich Lincoln die Platten holen wollte. Aber das durfte keiner mitkriegen. Hätte er sein Studio geschlossen und die ganzen Files abgesagt, hätten doch alle sofort geschnallt, dass da irgendwas läuft. Das wollte er unbedingt vermeiden. Wie hat sich Lincoln Clay Zugang verschafft? Ich sollte jemanden für ihn suchen, einen Elsie Bennett. Elsie ist ein Kleinkrimineller und hat für Sammy gearbeitet. Dann hat er ihn beschissen und ist aus dem Hollow rausgeflogen. Naja, und danach hat er sein Geld verdient, indem er Jungs angeworben hat. Für Tommys Jungle Fights. Er musste beim Türsteher nur für Lincoln bürgen. Und schon war er drin, völlig problemlos. Elsie ist beim Briar Patch, ganz in der Nähe. Ich fahr mal vorbei und sag Hallo. Mal gucken, wie es läuft. Viel Spaß. Ja, dann werden wir mal kurz vorbei fahren und Hallo sagen, nicht wahr? Ich sag ja gerne Leuten Hallo. Am liebsten mit meiner Knarre. Denn die kann ja sehr viele Sprachen sprechen. Das finde ich ziemlich geil. Hm. Dann werden wir wohl jetzt den nächsten Mal Leute umbringen und dann sind wir bald beim Obermako Marcano. Und dann wird das Spiel auch langsam vorbei sein und dann habe ich mir vorgenommen, mir Yu-Gi-Oh! Zu holen. Yu-Gi-Oh! Ist auch ein ziemlich nice Spiel. Also Yu-Gi-Oh! Habe ich ja damals als Kind sehr aufgezockt gehabt, beziehungsweise ich habe das mit meinem Bruder so gut wie jeden Tag Karten gespielt gehabt. Yu-Gi-Oh! War damals richtig nice, muss man sagen. Yu-Gi-Oh! Und Pokémon. Bei Pokémon müsste ich gerade überlegen, wie man mit den Karten spielt. Bei Yu-Gi-Oh! Weiß ich das noch, dass man 4000 AP hatte und so ein paar Regeln müsste ich jetzt mir nochmal angucken, aber sonst einigermaßen kenne ich noch die Regeln. Und deswegen, ich will einfach Yu-Gi-Oh! Zocken. Vor allem auch, ich habe ja auch einen Kommentar bekommen, danke an Enderman, dass Yu-Gi-Oh! Ziemlich geil ist und so. Ich muss sagen, wenn einer Kommentare schreibt und das vernünftig, dann ist es Enderman. Und wenn er mein größter Fan ist, dann ist es so, und wenn nicht, dann ist es auch so. Wenn ja, dann sieht man sich vielleicht nächstes Jahr auf der Gamescom, hoffentlich. So, und da sind wir ja schon da. Euer verdammter Ernst. Mein Nachbar, der hat schon gestern am Sonntag hat er angefangen zu bohren. Ich habe gedacht, was soll denn das jetzt? Ich brauche Munition. 1400 für alle Patronen. Naja, dann hoffentlich kriegen wir das Geld auch wieder rein. So, dann fangen wir mal an. Wir gucken mal, reden. Wir sollen jetzt mit jemandem hier reden. Ich weiß natürlich nicht, ob hier ein paar Gegner drin sind. Ach nein, hier sind keine Gegner. Ja, dann hätte ich auch nicht kaufen müssen. Aber führt dann gleich bestimmt. Na, da soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen, wenn das nicht Lincoln Clay ist. Na, RC, überrascht mich zu sehen.
Hab von Sammy und Alice gehört. Dumm gelaufen. Aber ich denke, du bist gut aus der Sache rausgekommen. Erwähn ihren Namen nochmal und du frisst deine eigene Zunge. Los, wir fahren eine Runde. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist richtig. Wo geht's lang? Da lang. Ab zu meinen Drachen. Ja, das ist mein neues Fahrzeug. Gib dich so Acer dir. Ich habe mich ferngehalten. Hab keinen Fuß ins Hollow gesetzt seit November 62. Seit fast 6 Jahren. Ich weiß. Kannst du mir wenigstens sagen, wo es hingeht? It's Arcadia. Da hält Tommy Marcano seine Dschungelkämpfe ab, richtig? Richtig. Du hast schwarze Kämpfer für ihn rekrutiert. Hab ich. Gut. Ich will da nämlich kämpfen. Was? Wieso? Hätte ich gewollt, dass du es weißt, wüsstest du es. Wenn ich meinen Hals hinhalte, will ich auch wissen, wieso. Du hast Glück, dass du noch lebst nach der Sache mit Sammy. Dachtest du wirklich, er würde nicht merken, dass du all das Geld geklaut hast? Das habe ich mehr als abgebüßt. 6 Jahre Verbannung von meinem einzigen Zuhause. Ich konnte nicht mal meine Ma auf ihrem Sterbebett sehen. War deine Entscheidung. Jetzt ist es Zeit für eine neue. Wenn ich das mache, kriegst du einen Neuanfang. Kannst das Hollow betreten, wann du willst. Scheiße. Okay. Hab gehört, dass man Tommy persönlich trifft, wenn man gewinnt. Stimmt das? Er will die Gewinner einschätzen. Sehen, ob er sie regelmäßig reinholen will oder ob sie nur was Einmaliges waren. Wo findet das statt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Du bringst uns auch um! Was habe ich gesagt? Gewöhnlich so. Oben. Ich will dein Fahrstil nicht kritisieren, aber du solltest besser aufpassen. Das ist auch neu. Geil. Und schöne Sprüche. So, jetzt naja. Vorsicht! Naja, wie ich schon sagte, gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt... Oh, was soll das? Ja, wir brauchen sofort Hilfe. Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach dem Kampf ab und bringt dich zu Tom. Okay. Also man hätte noch locker mehr Unfälle bauen können, also das hätte man trotzdem das Gespräch geschafft. Der Kämpfer fährt, okay. Was soll das? Einigermaßen perfekt eingepackt. So, jetzt? Warum läuft er nicht vorher? Ich hab gedacht, der tut mich an, der Mietze. Alter! An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Ich suche... Wieder aufnehmen. Warte, Elsie! Wer zur Hölle ist das? Verfolgung beendet. Das ist Jackknife Johnson. Was will der denn hier? Was soll das heißen, was will der hier? Kämpfen will der hier, Junge. Muss ihn durchsuchen. Keine Waffen erlaubt. Mist. Tu, was du tun musst, aber pass auf, wo du mit deinen Griffeln landest. Spar dir das für den Ring aufhauen, Ochse. Die Sprüche sind geil. Rein mit dir. Ich will Munition haben. Die Umkleidekabine ist da hinten. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt mal leitet. Haltet euch zurück. Der Typ braucht einen Arzt. Schmeißt den Nicker irgendwo hin und lasst der Natur freien. Ihr könnt jetzt gehen. Alter. Wie geht's, Neville? Wie läuft's denn, Erzi? Gut. Ich gehe und treffe die Vorbereitung. Gib ihm deinen Namen und so. Und dann gehst du und ziehst dich um. Ich weiß nicht. Wen hast du denn heute dabei, Erzi? Ein Neun. Der Neue sieht zwar stark aus, aber ich setze weiter auf den Brawler. Ich muss dich was fragen, Elsie. Was denn? Stehen eigentlich alle Nigger drauf, sich die Scheiße aus dem Leib zu prügeln? Nee. Wir prügeln eigentlich jedem die Scheiße raus. Sogar, was passiert, wenn wir erwischt werden? Genau das, was du denkst. Für eine Chance nach Hause zu kommen, das ist es mir wert. Egal, was passiert. Alter. Lass uns gehen. Der liebt sein Zuhause richtig. So, zum Glück weiß ja niemand von denen, dass ich linken Clay bin. Es ist soweit. Bist du nervös? Sollte ich das sagen? Schätze, das hängt davon ab, wie das hier ausgeht. Du gehst durch die Tür, wirst angekündigt und dann direkt ab in deine Ecke. Und wo gehst du hin?
Ich treffe dich dann dort. Aber dieser Teil der Show dreht sich um dich. Die lieben es, welche Tür? Den Nigger vorzuzeigen. Rein da, Fleischklops. Hallo. Ah, jetzt okay. Jetzt, Der Dschungelkampf geht weiter, Jungs! Der nächste Herausforderer für Nick Boom Boom Bonham ist 1,90 groß und wiegt etwa 97 Kilo. Hier ist Jackknife Johnson! Oh mein Gott. Also eher um mit denen zu reden und cool, um wütend zu werden, wenn ich richtig verstanden habe jetzt. So, jetzt kannst dich mal, Junge. Was sind das denn für Gottverdammte da? Ein Scheißkampf. Scheißkampf, Junge. Was sind das denn für Gottverdammte Anfänger da? Ein Scheißkampf. Rüge den Wind herein. Komm. Ja, ich würde gerne mal mehr draufhauen, aber ich kann nicht. Warum auch immer. Also... Pussy, du sollst kämpfen! Ja. Ich würde hier übelst draufhauen wollen. Das sieht nicht geil. Komm! Da hat doch keine Chance gegen mich. Scheiße, wenn jemand hier dabei wäre und hinten Clay auf ihm rufen würde. Oh, ey, da wäre man sowas von tot. Pussy, du sollst kämpfen! Pussy! Wer meint dann mit Pussy? Komm. Ah, yeah. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Was sind das denn für gottverdammte Anfänger da? Ein Scheißkampf. Komm, ich spamme jetzt alt. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht noch ein paar Muskeln aufbauen sollen, nicht wahr? Fällt denn der aus? Komm, Junge. Stirb doch endlich mal. Ja, ich weiß nicht, ob er das die ganze Zeit hört hier. Ich spamme schon alt. Ach nee, mit Q, stimmt ja. Okay. Ich hab's. Wir haben unseren Sieger in der rechten Ecke. Okay. Unser nächster Kämpfer kommt aus Barclay Mills. Ihr alle kennt ihn als Bobby Ledoux, den Beautiful Brawler. Aua. Ich krieg auch nur einen. Jetzt weiß ich ja, wie man richtig kämpft. Verglichen mit dem Brawler. Du musst in Bewegung bleiben und lass dich nicht in die Ecke drängen. Nicht in die Ecke, klar. Jetzt kommen wir noch mal richtig zum Kämpfen, das ist ja...
Das war's? Schon? Jack Knife Johnson wird heute Abend erfolgreich sein und als nächstes der Champion. Ja, trotzdem kein Problem. Auf dem Weg zum Ring ist das Business Bayou. Der Rumpel von River Row, euer Champion, Totengräber Horn. Ach, das ist doch... Pille-Balle. Du weißt, warum man ihn den Totengräber nennt. Wenn Leute unter die Erde bringt? Genau. Okay, und wie kriege ich ihn? Du schlägst zu. Richtig, richtig fest. Scheiß Bohrer dort oben. Ab in die Ecke mit dir, komm. Und das war's. Das war's. Schon? Wir haben einen neuen Champion! Mr. Jack Knife Johnson! Drei Siege nun und das war's? Und ich bin ein Champion? Ihr könnt nicht alle mal die Arschlöcher! Okay, ich hätte glaube ich anjubeln sollen und nicht beleidigen. Aber das war nicht ganz so super. In Ordnung, Junge, das reicht. Gehen wir. Was passiert jetzt? Geh zur Umkleidekabine und hol dir deine Siegprämie ab. Wo gehst du? Ich? Ich hab was zu erledigen. Irgendwas sagt mir, dass du... Ihr Neger wisst wirklich, wie man sich prügelt. Hast dir meinen Respekt für... Da ist... Du hältst mich wohl für einen Vollidioten, einfach so hier aufzukreuzen. Weißt du, einem überschaubaren Risiko gehe ich selten aus dem Weg. Wäre aber besser gewesen. Ich habe Speiseöl reingetan. Das macht den Sprit dicker und klebrig. Jetzt lassen wir alles ein bisschen einziehen, damit es sich auch schön überall verteilen kann. Und wenn ich dann anzünde, dann brennt das Zeug wie Napalm. Und du wirst Schmerzen haben, wie sie noch nie einer gehabt hat. Fick dich. Scheiße, als wolltest du sterben. Du wirst immer noch bei Bewusstsein sein, wenn die Flammen höher kriechen. Aber während deine Beine brennen, wird dich eine Erkenntnis sein. Ach so. Ich brauche Unterstützung. Komm her, Junge. So sieht es richtig aus. Nice, komm. Du musst was tun. Wir können das bestimmt irgendwie klären. Hier musst du. Das war's dann also. Sieht ganz so aus. Weißt du, Sal wollte, dass ich Jura studiere und dann bei einer großen Firma arbeite. Oder in die Politik gehe. Du musst was aus deinem Leben machen, Junge, hat er immer gesagt. Hättest du auf ihn hören sollen. Ich kann eben nicht aus meiner Haut. Ja. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann mal abfinden. Fick dich. Verbrennen. Aber ich mach mal kurz hier Schluss mit dem Part, weil geht sonst zu lange. Wenn es dir ganz Part gefallen hat, gib noch mal einen Moment, nicht einen Daumen nach unten, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr mit mehr sehen wollt oder auch nicht. Und dann müsst ihr nächstes Mal sagt euer Minus Award, wenn wir das nächste Mal den Honor Source Down erklimmen. Ciao, ciao.